Und alles schon wieder aufgeräumt hier drin. Ihr seid echt fleißig, Jungs. So, also Dunaländer 2.1 scheint so zu funktionieren, wie ich denke, dass er funktionieren soll. Das heißt, jetzt kommt die Stage darunter. Die Stage darunter soll was machen? Sie soll uns in eine stabile Umlaufbahn um Duna bringen. Also wahrscheinlich erstmal die Umlaufbahn zwischen Kerbin und Duna herstellen und dann einfangen und eine ordentliche Umlaufbahn um Duna herstellen. Das ist sehr viel Kraft, die Station braucht, Station braucht. Stage, nicht Station, Gottverdammt. Also nehmen wir erstmal ein Dingensbummens. Wir könnten ja wieder mit den vier hier arbeiten. Aber ich weiß nicht. Warte mal. Erstmal hätte ich gern so einen Tri-Coupler. Der war unterstruktural, ne? Rockon Max Brand Adapter? Nein. Tri-D-Coupler. So. Das Ding muss gleich ganz unten hin. Genau du. So. Da brauchen wir noch ganz viele mehr. Also, da passen jetzt drei Stück ran. Und zwar für die Stage hätte ich gerne diese Atomtriebwerke. Die waren ja sehr effektiv. Also machen wir einfach mal so. Okay, du weg, du ran. So, drei große, kleine Tanks. Und dazu drei davon. Das müsste einigermaßen Power haben und tierisch effizient sein. Mit diesem ISP im Vakuum von 800, das ist schon richtig ordentlich. Braucht die Stage noch was? RCS oder irgendwas in der Richtung? Nö, nicht wirklich. Okay. Jetzt brauchen wir die Stage, die das ganze Gewicht hier in eine Umlaufbahn um Kerbin bekommt. Ich hätte gerne einen umgekehrten Trikoupler, der nicht Trikoupler ist, sondern... Warte mal, ich zeige euch, was ich meine. Ich hätte gerne eine Mischung aus dem Rockomans Brand Dingens und dem Trikoupler. Einen umgekehrten Trikoupler, also das da. Warte mal. Ich glaube, das hatte ich schon mal, aber man konnte da keinen Treibstoff durchschießen. Was ganz kurz aufgeblinkt. Shift X, Shift X. Einfach. Flop. Oh. Ist nicht gut, wenn nur eins so eine komische Shroud bekommt, oder? Weil jetzt könnte ich das nämlich da drunter machen und da einen orangenen Tank ansetzen. Ich finde es trotzdem sehr irritierend, dass nur eins einen Shroud bekommen hat. Da ist irgendwas absolut nicht in Ordnung. Aber schick aussehen tut's ja. Also wenn hier auch noch Shorts wären, müssen wir gleich mal gucken. 2.2, schon mal speichern. Und jetzt kommt der orange Tank. Der große orange Tank. Einer wird nicht reichen, ne? Zwei große orange Tanks und ein Mainsail Engine. So, das Ding braucht auf jeden Fall Stabilität. Also kriegst du hier noch ein Advanced SAS rein und du bekommst unten Tailfins. Mir wurde jetzt eben schon ein, zwei Mal gesagt, dass die eigentlich gar nichts bringen. Aber dafür, dass die eigentlich gar nichts bringen, funktionieren die ziemlich gut. Also nehme ich sie einfach nochmal. Das ist viel zu groß. Das wird hier tierische Probleme bekommen. Weil wenn das denn wackelt, ich stelle mir gerade so einen langen Plastikstab vor, der hält mir in der Mitte fest und macht dann ganz schnell hoch und runter. Das könnte mit der Rakete passieren. Ja, müssen wir gucken. So, das Ding allein wird es aber nicht schaffen. Also Feststoffbooster. Feststoffbooster. Davon. So. Ne, ist nicht mittig. So. Ich denke, selbst mit Feststoffboostern kommen wir damit nicht ganz hoch.
Aber ja, alles austesten. Sieht schon mal ein bisschen eleganter aus als dieses Monster-Ding mit überall Stahlseilen. Abgesehen von dieser Short-Geschichte da oben. So, Feststoffbooster. So. Ist das richtig? Ja, schaut gut aus. So, die kriegen jetzt aber Stahlseile. Jo. Und einmal da. Das sieht nicht so wirklich vorteilhaft aus. So, einmal da. Will er nicht. Okay, einmal da. Und direkt gerade auf der anderen Seite. Oder so. Das müsste auch Stabilität bringen. Und unten auch nochmal. So. Ich würde gern durch Raketenteile durchgucken können. Also quasi jetzt hier durch und auf das was raufpappen. Ne, geht doch nicht. Okay. Ich hätte gern das Stahl. Ah, genau. Das Stahlseil. Daran. Ein bisschen was sollte es bringen. So. Staging. Hauptantrieb, wo bist du? Du bist da ganz oben. Du musst ganz nach unten. Ihr müsst ganz nach unten. Du kannst dahin. Wo sind deine drei Freunde? Welches Stage ist das da? Das ist einer von den dreien, das ist einer von den dreien. Das ist ganz was anderes. Das ist der da oben. Nee, du kannst woanders hin. Du kannst dahin. Die vier können da unten hin. Also alle Antriebe starten. Die sind irgendwann leer, die werden weggesprengt. Dann bräuchte ich den Decoupler hier. Wir haben da gar keinen Decoupler. Das ist jetzt nicht so schön. Brauchen wir jetzt da drei? Das war grad. So. So sieht das doch gleich viel besser aus. Oh, sehr schön. Wo seid ihr drei jetzt? Da. Und du bist wieder was anderes. Du bist der da. Das sind die drei da oben. Vollkommene Vertauschung hier. Also ihr drei darunter. Ihr drei seid die da oben und das in der Mitte. Also ihr vier Steuerung. Dahin. Noch ein. Obwohl, nee, der kann damit drin bleiben. Also, das Unternehmen wird abgeschmissen und alle vier da oben brennen auf einmal durch. Davor starten die drei und das Unternehmen wird abgesprengt. Yeah. Das müsste jetzt reichen. Also, alles startet, die werden abgesprengt. Als nächstes wird das ganze Klimbim hier abgesprengt. Und die drei starten. Sobald die alle sind, also wir in Umlaufbahn und Duna sind, wird das alles abgesprengt. Die drei starten. Die vier starten und das untere wird abgesprengt. Dann werden die Fallschirme gezündet. Dann werden auf dem Rückweg die da abgesprengt. Und dann landen wir auf Kerbin. Okay, das wäre jetzt Micromanagement pur. Naja, nicht wirklich. Aber es war ganz schön hinterhergeschiebe. Aber ich glaube, jetzt ist es richtig. Eine Sache noch. Wir bräuchten noch so ein, zwei von diesen Haltetürmen. Sonst wird das nichts. Vier. So. Speichern. Das ganze Ding ein bisschen runterziehen. Ich habe ungern so viel Luft zwischen Antrieb und Boden. Also in dem Fall hier. Und dann testen wir noch mal, wie hoch wir mit dem Ding kommen. Huh.
Newbie Kermin ist weg, dafür haben wir einen Kannibalen Kermin. Ich weiß nicht, was besser ist. So, Ressourcen an. Schub werden wir 66% brauchen. Das ist auch einigermaßen mit der Hitze stabil. SAS an. RCS haben wir nicht. Licht an. Weil wir es können. Das wackelt mir jetzt schon zu viel. Na gut, 3, 2, 1. Wir heben nicht ab. Wir heben überhaupt nicht ab. Oh. Ja, das könnte erklären, warum wir nicht abheben. Die Dockklammern waren natürlich im Staging noch nicht richtig. Lalala. So, ihr vier. Dahin. Das hat mich irgendwie auch echt verwundert. Also ja, das Ding ist nicht gerade leicht, aber es hätte wenigstens so ein bisschen abheben sollen. Also gut, Ressourcen an, SAS an, Schub 66%. 3, 2, 1. Jo, das sieht doch viel besser aus. Und wir kippen jetzt schon. Wir kippen viel zu doll und ich muss von Hand gegensteuern. Und selbst das klappt nicht ordentlich. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist nicht gut. Das sieht doch häufig aus. Die Winglets. Ja, nee. Du versucht, die mal zu fangen. Machen wir noch ganz kurz einen Crash-Kurs in Landen da draus. Nur durch ein bisschen Übung habe. Und dann bauen wir um. So, 4 Meter Höhe ist nicht gut. Landing Struts raus. So, wir haben noch Fallschirme, ne? Taste aktivieren. Ich hasse feststellen, Dasten. Mehr Schub. Okay, genug rumgealbert. Zurück ins Assembly Building. Das macht aber übrigens extrem Spaß zwischendurch. Also diese Crash-Aktion. Kind in mir und so. Aber gut, das Ding hier wackelt ziemlich arg. Wir können hier noch Winglets ranmachen, aber das bringt da nicht so wirklich viel. Probiere mal was. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Struktur. Jetzt macht immer nur eine. Ja. B-Coupler, nein. Ah, ist das dasselbe? Ja, ne? Ich glaube schon. Drehen wir einfach mal. So. Das ging auch, aber sieht noch instabiler aus. Also ich hätte gerne das da mit den drei oben, aber nicht so einen kleinen unten, sondern einen großen unten. Nee, das ist immer noch der. Ich denke, das wird der Haken sein. Genau diese Konstruktion. Also das groß nach klein und dann das klein nach drei. Können wir das irgendwie umgehen? Nicht wirklich, ja? Wir könnten eine ähnliche Konstruktion machen wie hier oben. Also eine einzelne Mitte und drei Tanks drumherum. Aber das ist.
Brauchen wir nicht. Ich denke nicht, dass wir 4 Atomdinger brauchen. Eigentlich könnten wir es wahrscheinlich mit einem davon machen. Und ganz viel Treibstoff. Dann dauert halt alles wesentlich länger. Aber ist ja nicht wirklich wichtig. Das ist ja eh alles im Zeitraffer später. Ja. Na gut, apropos Zeitraffer. Ich werde jetzt hier ein wenig rumrätseln, wie ich das zusammenbekomme, dass es einigermaßen stabil ist. Und dann melde ich mich wieder.